Herren. Ich rufe auf die nächsten Tagesordnungspunkte, und zwar die Tagesordnungspunkte 13a und 13b sowie Zusatzpunkt 5. Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Kapazitäten für Schnelltests massiv ausbauen, Selbstanwendung erlauben und Public Health Screenings ermöglichen sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Corona-Pandemie, FFP2-Masken für Risikogruppen und Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Anpassungen der Coronavirus-Teststrategie für das Jahr 2021. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Wenn sich alle Kolleginnen und Kollegen jetzt langsam auf ihren Platz setzen würden, dann wäre das prima. Dann kann ich nämlich die Aussprache eröffnen. Das tue ich jetzt. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Janosz Dahmen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Testen und vor allem das Schnelltesten ist neben der Impfung, Kontaktnachverfolgung und den Shutdown-Maßnahmen eine zentrale Säule in der jetzigen Phase der Pandemiebekämpfung. Wer beruflich vielen Menschen begegnet oder Angehörige in einem Pflegeheim besucht, sollte kurzfristig und selbstständig einen Test durchführen können. Auch in Schulen und Kindergärten können systematisch eingesetzte Schnelltests die Infektionsgefahr deutlich reduzieren. Und mittlerweile wurden Schnelltests entwickelt, die auch von jeder Bürgerin und jedem Bürger zuverlässig und einfach durchgeführt werden können. Deshalb haben wir Grüne schon vor Wochen die Bundesregierung aufgefordert und bringen heute den entsprechenden Antrag ein, die nationale Schnellteststrategie auszubauen und Schnelltests zur Selbstanwendung zuzulassen. Wir betrachten Schnelltests hier nicht als Wundermittel, aber als wichtigen ergänzenden Baustein in der nationalen Schnellteststrategie. Und nun hören wir aus dem Bundesgesundheitsministerium jetzt, bald, demnächst, in ein paar Wochen, ja, wir wissen immer noch kein konkretes Datum, sollen irgendwann Schnelltests zur Selbstanwendung für den Eigengebrauch zur Verfügung stehen. Liebe Bundesregierung, mir geht es hier um konstruktive Kritik, und deswegen möchte ich auf ein Muster aufmerksam machen, was uns langsam in dieser Krisenpolitik aufstößt. Und dieses Muster lautet immer mindestens drei Schritte zu langsam. Bei der Verimpfung der vorhandenen Vakzine sind wir nicht so schnell, wie es möglich und nötig wäre. Beispiel Dänemark. Die Ausweitung des Homeoffice kam viel zu spät und erst auf unseren Druck hin. Und jetzt das gleiche Muster bei den Schnelltests. Österreich hat es letzte Woche vorgemacht und Schnelltests zur Selbstanwendung zugelassen. Die Regierung verteilt mittlerweile kostenlose Tests, beispielsweise an Schülerinnen und Schüler. Und bei uns in Deutschland? Noch nicht mal Hausärztinnen und Hausärzte können bei ihren Patientinnen und Patienten immer und unter allen Umständen, wenn es indiziert ist, einen Schnelltest auf Kosten der Krankenkassen anbieten. Ja, ich habe das Gefühl, nach einem Jahr hat die Bundesregierung noch immer nicht verstanden. Eine Pandemie ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir können es uns nicht immer leisten, drei Schritte zu langsam zu sein oder notwendige Maßnahmen nur zögerlich und nacheinander zu machen. Es geht um Leben und Tod. Und weiterhin hohen Todeszahlen sollten uns allen der Auftrag genug sein, dass wir konsequent, zeitgleich und jetzt handeln. Und nun haben wir ja übers Wochenende alle aus den Medien erfahren, dass auch das Bundesgesundheitsministerium Schnelltests zur Selbstanwendung zulassen wolle und auch die Medizinprodukteabgabeverordnung jetzt geändert werden soll. Und trotzdem bekommen wir kurzfristig keine Schnelltests, weil angeblich die Hersteller die Schnelltests erst zertifizieren lassen müssen. Ja, ich weiß als Arzt, dass Medizinprodukte hinsichtlich der Zuverlässigkeit zertifiziert und geprüft werden müssen. Aber wie bei den FFP2-Masken könnten Sie angesichts der Lage auch die Schnelltests hier eine Ausnahmegenehmigung wirkungsvoll machen und wie in anderen europäischen Ländern Schnelltests endlich einsetzen? Herr Minister, die wissenschaftlichen Belege liegen vor. Handeln Sie, kümmern Sie sich, setzen Sie nicht nur den Rahmen, sondern übernehmen konkret Verantwortung, dass Schnelltests zur Eigenanwendung endlich zur Verfügung stehen.
Die Zögerlichkeit und das Nacheinander zeigt sich bei dem Thema Schnelltests sehr deutlich. Da kündigen Sie im September letzten Jahres die Ausweitung der Schnelltests an, kümmern sich dann angesichts anderer Themen zunächst nicht weiter drum, verlassen sich einseitig auf das Thema Impfstoffe und starten dann im Dezember, Januar nun ein Förderprogramm zur Ausweitung der Produktionskapazitäten für Schnelltests. Und es kommt noch schlimmer. Nach den Förderunterlagen ist absehbar, dass diese Schnelltests frühestens Ende des Jahres zur Verfügung stehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Angesichts 50.000 Tote, 30.000 allein davon in den letzten 12 Wochen, können wir nicht länger warten. Herr Altmaier, Herr Spahn, kümmern Sie sich darum, dass die Dinge endlich vernünftig laufen. Ich fasse noch einmal zusammen. Schnelltests sind a. einfach, auch und sicher in der eigenen Durchführung, b. sie sind preiswert und verfügbar, c. sie sind schnell und damit als systematisches Instrument, gerade wenn wir raus wollen aus den Schutzmaßnahmen, wirkungsvoll einsetzbar. Also was hindert uns denn daran, im 12. Monat der Pandemie endlich so ein wichtiges ergänzendes Instrument einzusetzen? Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung, die Kollegin von der CDU-Fraktion? Ja. Herzlichen Dank, dass ich die Zwischenfrage stellen kann. Sie sind ja nun auch ärztlicher Kollege und Sie wissen, wie schwierig es ist mit Selbsttests für Patienten. Und Sie wissen, dass die natürlich auch ein bisschen länger brauchen, um hergestellt zu werden. Sie gibt es einfach im Moment noch nicht. Und ich habe, ich weiß nicht, ob Sie es auch getan haben, mit Firmen gesprochen, wie weit es ist. Und natürlich steht auch das BMG im Austausch mit den Firmen. Also ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen runterfahren, dass die Schnelltests zur Verfügung stehen und dass sie nicht eingesetzt werden. Sie gibt es definitiv einfach im Moment noch nicht. Vielen Dank. Ja, da muss ich Ihnen leider widersprechen. Selbstverständlich führen wir in dieser schwierigen Zeit viele Gespräche, wenn es darum geht, entsprechende Strategien umzusetzen. Ich darf Ihnen versichern, dass allein 5 Hersteller aktuell genau an diesem Punkt sind, anterior nasale, also für den vorderen Nasenraum angesehene Schnelltests einzuführen, die wie Nasepopeln, so sagen es die Österreicher, einfacher für jeden durchführbar sind. Diese Tests brauchen wir hier, die sind verfügbar. Österreich setzt sie ein. Warum also nicht wir? Wo ist hier das Problem? Liebe Bundesregierung, sorgen Sie für eine funktionierende Schnellteststrategie. Wir liefern mit unserem Antrag hierfür den ersten Baustein. Sorgen Sie für einen flächenden, sozialverträglichen Einsatz von sicheren FFP2-Masken. Sorgen Sie für einen schnelleren, systematischen Ausbau der Sequenzierung. Sorgen Sie für eine Kontaktnachverfolgung, nicht nur, aber auch durch eine funktionierende Corona-Warn-App, in der möglichst auch neue Schnelltestergebnisse mit eingestellt werden, damit wir hier nicht in eine Surveillance-Überwachungslücke laufen. Also sorgen Sie dafür, kommunizieren Sie, erklären Sie, warum, was, wann erforderlich ist, warum wir einheitliche Risikostufen und Grenzwerte brauchen. Wo ist denn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in dieser schwierigen Phase? Wo ist denn das Bundesamt für Katastrophenschutz in der epidemischen Lage von internationaler Tragweite? Wir müssen doch jetzt alle Kräfte bündeln und endlich hier zu einem konsequenten gemeinsamen Handeln kommen. Ich appelliere also an die Bundesregierung, lassen Sie uns wenigstens beim Thema Schnelltest zur Selbstanwendung nicht weiter unnötig Zeit zu verbringen. Lassen Sie hier eine Ausnahme zu, dass diese Tests auch sofort zur Verfügung stehen. Denn in dieser Pandemie gilt, dass nur schnelles und konsequentes Handeln die Ausbreitung des Virus eindämmt und Leben von Menschen in diesem Land rettet. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Janosch Dahmen. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-Fraktion, Rudolf Henke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich bin gar nicht sicher, ob der Dissens, der jetzt riesig erscheint, wirklich so groß ist. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt einen Gegensatz herstellen muss zwischen Ihren Intentionen und den Intentionen der Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen. Wir unterstützen jedenfalls, dass es einen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit für diese dritte Verordnung zur Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung gibt und dass dessen Ziel genau darin besteht, die Schnelltests für den Eigengebrauch zuzulassen.
Und das ist auch nichts, was uns irgendwie jetzt eingefallen wäre vorgestern oder so, sondern die in Vorbereitung befindliche Verordnung basiert ja auf Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, sodass wir ja die gesetzlichen Grundlagen dafür hergestellt haben. Das ist ja, fällt ja nicht vom Himmel. Und insofern glaube ich, wie immer, man kann natürlich alles auch so darstellen, als ob der andere irgendwie nicht von dieser Welt ist und alles nicht richtig versteht und irgendwie alles verkehrt macht. Ich kann auch verstehen, dass in einer Zeit, Erwin Rüttel hat heute Morgen in der Debatte gesagt, Krisen sind immer diese Zeit der Exekutive, und die Exekutive steht da natürlich besonders in der Darstellung. Man muss aber vorkommen, und deswegen ist es ja auch nachvollziehbar, dass man in der parlamentarischen Debatte dann auch hitzig und klar und robust argumentiert. Nur eins, lieber Kollege, finde ich schon noch mal überlegenswert. Also wenn Sie sagen, wir machen das jetzt unabhängig von der Frage, ob die Schnelltests von den Herstellern beantragt sind und durch ein reguläres CE-Verfahren durchgehen, dann ist die Folge davon, dass Sie sie praktisch aus der unternehmerischen Haftung für Ihr ja immerhin immer noch privatwirtschaftlich erzeugtes und mit privatwirtschaftlichem Gewinninteresse verbunden produziertes Produkt entlassen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein kluger Weg ist, weil das ist genau der Weg, den wir ja vielfach kritisiert haben, als wir bei der Beschaffung der persönlichen Schutzausrüstung im vergangenen Frühjahr, auch bitter notwendig, rund um die Glücksritter erlebt haben, die mit fragwürdigen Produkten gekommen sind und uns alle belämmert haben und uns alle angerufen haben und uns allen angeboten haben, sie würden uns wunders wie wirksame und gut qualitativ abgesicherte persönliche Schutzausrüstung liefern. Und damals ist dann der Minister dafür kritisiert worden, dass er die denen nicht schnell genug abgenommen hat, sondern dass wir dann gesagt haben, ja, wir kaufen, was wir kriegen können, aber wir bestehen darauf, dass es natürlich zertifiziert werden muss, dass es in der Qualität überprüft werden muss. Und ich möchte doch, ich weiß, dass dann manche Hersteller gesagt haben, ja, wie kann das denn sein? Wir haben das ihm auf den Hof gestellt und jetzt kommt er da und schneidet da rein und analysiert das und zählt die Lagen nach, die in diesen Masken drin sind. Was ist das denn für ein Genauigkeitspedant? Nee, also ich finde schon, wenn wir privat hergestellte Produkte zum Nutzen der Menschen einsetzen, und das ist richtig, und wenn wir das auch beschleunigen, dann kann es aber auch nicht so sein, dass, weil es um Produkte geht, die in der Not gebraucht werden, wir jetzt sagen, das übertragen wir alles in die Staatshaftung. Da spielt private Haftung des Herstellers gar keine Rolle mehr. Wir werden uns ja natürlich im Ausschuss mit dem Antrag befassen. Aber für den Moment sage ich jedenfalls bei mir und ich glaube auch bei uns in der Fraktion und auch beim Koalitionspartner, müssen Sie jedenfalls noch eine relativ steile Treppe überwinden, warum jetzt bei solchen Produkten plötzlich die Staatshaftung gelten soll. Das machen wir nämlich bei Beatmungsgeräten auch nicht. Das machen wir bei anderen diagnostischen Materialien auch nicht. Deswegen, okay, kreative Ideen, alle neuen kreativen Ideen gehören auf den Tisch. Das finde ich auch in Ordnung. Muss man auch darüber nachdenken. Aber wenn wir jetzt dazu beitragen, einen Systemwandel herbeizuführen, in der Frage, haften die Hersteller privat und müssen die Hersteller sich auch zu den Eigenschaften ihres Produktes selber bekennen und müssen sie auch den Beweis antreten, dass die positiven Eigenschaften des Produktes da sind, davon Abschied zu nehmen, fällt mir zunächst einmal ein bisschen schwer. Und deswegen habe ich auch
sehr viel Verständnis dafür und lobe es, dass das jedenfalls in der dritten Verordnung noch nicht drinsteht. Wir werden ja erleben, wie die Bundesländer sich dazu verhalten. Wir werden erleben, wie die Verbände sich dazu verhalten. Ich möchte gerne möglichst schnell, möglichst viele Schnelltests haben, die auch von Laien durchgeführt werden können, auch nicht nur mit dem Nasenbohren da in der vorderen Nase, sondern besser noch mit den Gurgellösungen, besser noch mit den Spucklösungen. Vielleicht geht auch das. Aber es möchte schon qualitätsgesichert sein. Und dafür ist der, der ein neues Verfahren produziert, in der Beweispflicht. Und da möchte ich ihn nicht einfach nur auf einige wenige Studien hin aus dem Rennen lassen, sondern da muss er schon einen qualitätsgesicherten Beleg für darlegen, auch wenn es eilig ist, auch wenn es dringlich ist. Aber wir schaffen jetzt die Zusage, dass wir das dann auch in reicher Fülle beschaffen wollen. Und ich glaube, das ist das, was auf die Hersteller wirkt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Rudolf Henke. Genau, Maske bitte. Irgendwo gibt es die. Immer eine. Dankeschön. Dabei. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Uwe Witt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, werte Kollegen, lassen Sie mich, bevor ich beginne, zwei Sätze zu Ihren Ausführungen sagen. Herr Henke, die Ausführungen über den Qualitätsanspruch für Masken sehen wir genauso. Da sind wir auch der Meinung, das sind wir unseren Bürgern schuldig. Seit über 12 Monaten ist die Welt mit dem Coronavirus konfrontiert. Vor ziemlich genau einem Jahr hat Anfang Februar Minister Spahn hier im Parlament gesagt, dass Deutschland gut auf einen Corona-Ausbruch und auf andere Krankheiten vorbereitet wäre. Diese Aussage, die zwar von Herrn Spahn getätigt wurde, aber auf den Einschätzungen der Experten und Fachleute beruhtet, mit denen die Regierung auch heute noch zusammenarbeitet, war die erste große Fehleinschätzung dieser Expertengruppe. Wie wir heute wissen, leider nicht die letzte. Die Lockdown-Maßnahmen für unsere Wirtschaft, die auf Anregung dieser Experten erfolgten und bei den Regierungspolitikern leider auf mehr als fruchtbaren Boden fielen und die sich wie ein Perpetuum mobile immer wieder auf neue und schärfere Maßnahmen aufschaukelte, haben unser Vaterland heute in eine mehr als bedrohliche Situation gebracht. Wir müssen davon ausgehen, und das wissen Sie alle, werte Kollegen, dass die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in diesem Jahr sprunghaft in die Höhe steigen werden. Die Arbeitslosenquote ist auf dem besten Wege, wieder zweistellig zu werden. Solo-selbstständige Künstler und viele andere Berufsgruppen sind auf Hartz-IV-Leistungen dringend angewiesen. Und eines sollten wir nicht vergessen, nicht der Virus richtet den Wirtschaftsstandort Deutschland zugrunde, sondern die völlig unkoordinierten, unlogischen und nicht nachvollziehbaren Lockdowns dieser Regierung und der korrespondierenden Landesregierung. Unter diesen Prämissen diskutieren wir heute wieder einmal über parlamentarische Versuche der Oppositionsparteien, den Bürgern dieses Landes zu helfen. Die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts sprechen eine deutliche Sprache, rückläufige Infektionszahlen, ein R-Wert unter 1, Gott sei Dank, deutlich weniger Tote als noch vor ein paar Wochen. Tote, über die Statista unter Berufung der RKI-Zahlen eine klare Aussage getroffen hat. Stand 13. Januar 2021 waren 89% aller Menschen, deren Tod im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion gebracht wurden, im Alter von 70 plus. Lediglich 0,9% lagen im Alterscluster von 0 bis 49 Jahre. Und damit kommen wir auf des Pudels Kern. Das Hauptanliegen im Kampf gegen das Coronavirus kann nur eines sein: Schützen Sie endlich unsere älteren Bürger, sichern Sie Alten- und Pflegeheime vor Einschleppung des todbringenden Virus. Dass dieser Standpunkt, die Forderung der AfD seit Anbeginn der Corona-Krise, auch bei der Regierung, bei Frau Merkel und bei Gesundheitsminister Jens Spahn
angekommen ist, hören wir seit Monaten gebetsmühlenartig auf jeder Pressekonferenz frei nach Goethe die Botschaft, höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Konzepte gibt es ja zur Genüge, nur leider mangelt es an der Umsetzung. Und dazu gehört es selbstverständlich, dass sich jeder, der ein Alten- oder Pflegeheim betreten will, unabhängig, ob Besucher, Pflegekraft oder andere Mitarbeiter, einem Schnelltest unterziehen muss. Der Reservistenverband hat ganz eindeutig Stellung bezogen, dass diese Aufgabe bundesweit flächendeckend von der Bundeswehr und deren Reservisten zum Wohle unserer Senioren und damit zum Wohle der gesamten Bevölkerung übernommen werden kann. Vielen Dank für dieses Angebot unseren Reservisten. Zurzeit werden aktuell nur 1.350 Soldaten vor Heimen für Schnelltests eingesetzt. Ein Armutszeugnis für die Verteidigungsministerin. Diese Schnelltests, und dabei kommt es nicht explizit darauf an, ob wir uns nur auf Alten- oder Pflegeheime konzentrieren. Nein, hier geht es auch um andere systemrelevante Einrichtungen wie Krankenhäuser, Einrichtungen der Behinderten- und Obdachlosenhilfe und verschiedene andere. Diese Schnelltests müssen der Bevölkerung und den Einrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, gerade um den Schutz unserer älteren Bürger und vulnerablen Personengruppen zu gewährleisten und Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen zu unterbinden. Wir werden daher den Anträgen der FDP und auch dem Antrag der Grünen einer Überweisung in den Ausschuss gerne zustimmen, denn wir müssen gemeinsam an einer tragbaren Lösung arbeiten. Und daher appelliere ich an Sie, werte Kollegen, unserem Antrag FFP2-Masken für Risikogruppen zuzustimmen. Darin fordern wir die Bundesregierung auf, die sogenannte Schutzmaskenverordnung zu korrigieren bzw. die Gruppe der Anspruchsberechtigten zu erweitern. Die aktuelle Schutzmaskenverordnung aus dem BMG sieht leider nur Menschen über 60 sowie Menschen mit aufgelisteten 9 Vorerkrankungen für den Bezug von jeweils 2x3 FFP2-Masken vor. Der Kreis der Risikogruppen muss dringend um folgende Personengruppen erweitert werden: Erwerbsminderungsrentner und Menschen, die aufgrund ihrer Schwerbehinderung in die vorzeitige Altersrente zwangsverrentet sind. Hierbei handelt es sich um Menschen, die in der Regel chronische Vorerkrankungen haben und damit der vulnerablen Gruppe zugehörig sind. Über die Menge der zur Verfügung gestellten Masken kann ich nur den Kopf schütteln. 6 Masken für 2 Monate sind aus medizinischer und auch aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht nicht haltbar. Wie Sie alle wissen, beträgt die maximale Tragezeit einer FFP2-Maske ohne Ausatmenventil 75 Minuten mit anschließender Mindesterholungsdauer von 30 Minuten. Daher ist die Kernforderung unseres Antrages die Erhöhung der Anzahl der Masken an Risikogruppen auf 20 Stück pro Monat. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Uwe Witt. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Sabine Dittmar. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen greift auch ein mir sehr wichtiges Anliegen auf. Für die Überwindung der Corona-Pandemie und die Wiedererlangung unserer persönlichen Freiheiten gibt es nicht die eine alles entscheidende Maßnahme. Erforderlich ist ein breites Instrumentarium, und der Einsatz von Antigen-Schnelltests gehört hier zweifelsohne dazu. Und die Entwicklung der Antigen-Schnelltests, die verläuft rasant. Immer mehr schnelle und auch kostengünstige Schnelltests, die im Vergleich zu dem aufwendigen und auch sehr zeitintensiven PCR-Test eine ebenfalls hohe Sensitivität und Spezifität haben, also in ihrer Aussagekraft sehr zuverlässig sind, stehen immer mehr zur Verfügung. Antigen-Schnelltests sind daher bereits seit einiger Zeit Bestandteil der nationalen Teststrategie.
und kommen bisher vor allem in medizinischen Einrichtungen, in Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen, in ambulanten Pflegediensten und Diensten der Eingliederungshilfe und in Tageskliniken zum Einsatz. Und künftig werden sie auch in vielen weiteren Einrichtungen möglich sein, beispielsweise Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, in Hospizen und in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Derzeit wird die Corona-Testverordnung überarbeitet. Die Antigen-Schnelltests leisten hier einen wertvollen Beitrag, um besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen zu schützen. Sie ermöglichen Ihnen und Ihren Angehörigen bei allen weiter notwendigen Einschränkungen ein so wichtiges Minimum an sozialen Kontakten und Teilhabe. Und sie helfen, die Einrichtungen und Dienste aufrechtzuerhalten. Mit den Änderungen der Medizinprodukteabgabeverordnung sind zudem bereits Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass Antigen-Schnelltests auch in Kitas und Schulen abgegeben werden dürfen und durch die Schulleien zur Anwendung kommen. Und aktuell findet eine weitere Überarbeitung der Medizinprodukteabgabeverordnung statt. Antigen-Schnelltests werden zeitnah auch in Bereichen der kritischen Infrastruktur zum Einsatz kommen, also das Strukturen, die das Funktionieren des Gemeinwesens aufrechterhalten, eine hohe Bedeutung haben, also wie Transport, Wasser, Energieversorgung, Ernährung, Medien oder auch Verwaltung. Und es wird dann auch den Bürgerinnen und Bürgern möglich sein, Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung zu Hause erhalten zu können. Und ich sage hier, ich begrüße das ausdrücklich. Und es gibt hier wirklich auch sehr vielversprechende Forschungsansätze. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass da auch in Kürze entsprechende Tests die notwendige und unverzichtbare Zertifizierung erhalten werden und danach für die Eigenanwendung in Deutschland zugelassen sind und angeboten werden können. Denn eines ist wichtig. Auch Heimtests müssen die hohen Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit erfüllen. Wir würden uns einen Bärendienst erweisen, wenn beispielsweise durch eine schwierige oder unsichere Probenentnahme falsche negative Testergebnisse und damit ein trügerisches Sicherheitsgefühl erzeugt würden. Und Herr Kollege Dahmen, wenn Sie sagen, es gibt auch von den bereits vorhandenen Antigentests bereits 5, die diese Voraussetzungen erfüllen, dann bitte Antrag beim BfArM auf eine Sonderzulassung und Sie können zum Einsatz kommen. Wichtig ist dabei aber vor allem die gute Information und Aufklärung der Anwenderinnen und Anwender. Jeder muss verstanden haben, dass ein negatives Testergebnis eine Momentaufnahme ist und kein Freibrief. Hygiene- und Abstandsregeln sind nach wie vor zwingend zu beachten. Und ein positiver Test bedeutet sofortige Selbstisolation, Information des Gesundheitsamtes und eine Bestätigung durch einen PCR-Test. Deshalb ist es wichtig, dass die Möglichkeiten des Eigentests verantwortungsvoll genutzt werden. Und ja, wir werden auch darüber zu beraten haben, wie Antigen-Schnelltests in die Teststrategie eingebunden werden können, damit alle Bürgerinnen und Bürger von ihnen profitieren können. Kolleginnen und Kollegen, viele Forderungen im vorliegenden Antrag sind bereits oder werden demnächst erfüllt. Wir werden mit sicheren und leistungsfähigen Antigen-Schnelltests für die Eigenanwendung ein weiteres, sehr wichtiges Instrument zur Verfügung haben, um Infektionswege rechtzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Wir werden dadurch natürlich mehr persönliche Freiheiten zurückgewinnen, wenn es das Infektionsgeschehen in seiner Gesamtheit erlaubt. Denn eines ist klar, Corona wird uns noch viele Monate begleiten und wir brauchen diesen mehrschichtigen Ansatz. Das heißt, Kontakte weiterhin minimieren, Neuinfektionen reduzieren, den Virus und seine Mutanten keine Chance geben, mehr sequenzieren. Wir werden Test- und Impfstrategien abhängig von Infektionsgeschehen und der Verfügbarkeit und der Zulassungseigenschaften der Impfstoffe immer weiter anzupassen haben. Und wir müssen sehr viel mehr in die Entwicklung von neuen Therapien investieren. Und an die Redezeit denken. Vor allen Dingen müssen wir bis auf Weiteres achtsam bleiben und auf uns und unsere Nächsten aufpassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dittmann.
Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion der FDP, Dr. Andrew Ullmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Maske darf ich ja hier ablegen. Da versteht man mich auch besser. Beim Reden dürfen. Ja. In der Pandemie ist es wichtig, dass wir begreifen, denn wir haben alle keine Erfahrung, dass wir neue Ideen nachgehen müssen. Wir dürfen nicht festgetretene Pfade nur betreten. Es gibt nicht nur gut und richtig oder böse und falsch, sondern wir müssen miteinander ringen, neue Wege zu gehen und auch diese festgefahrene Pfade verlassen, wenn wir erkennen müssen, dass Maßnahmen nicht ausreichend sind, nicht verhältnismäßig oder überflüssig sind. Und hierzu gehört auch ein Update der Teststrategie. Ich wünsche mir, und da gibt es ja Anzeichen auch von der Koalition, mehr Selbstkritik und auch eine Fehlerkultur. Und bis dato bezüglich Laientestungen oder Heimtestungen kam ja gar nichts. Bis ausgerechnet diese Woche ein Referentenentwurf aus dem Ministerium kam, die diese Möglichkeiten eröffnen würde. Wir bieten Ihnen aber, lieber Herr Spahn, auch als Opposition eine weitere Serviceleistung an, denn wir müssen endlich schneller und besser werden, denn bereits im November letzten Jahres hat die FDA in den Vereinigten Staaten einen Home-Test freigegeben, damit in den USA zu Hause getestet werden kann. Und ich muss ehrlicherweise sagen, was die Amerikaner können, können wir auch in Europa genauso, und das sollten wir auch so durchführen. Wir müssen die Fehler korrigieren. Im dritten Bevölkerungsschutzgesetz ist diese Möglichkeit ja eröffnet worden, dass ein Arztvorbehalt ausgeschlossen wurde für die Testungen. Aber es gibt eine Medizinprodukteabgabeverordnung, die das verhindert. Und Nichtärzte dürfen deshalb nicht testen. Wir wollen diese Testmöglichkeiten auch daheim erweitern. Aber auch hier setzen wir auf Qualität, liebe Herr Dahmen. Denn Qualität ist hier wichtig, auch in der medizinischen Praxis. Das wissen Sie genauso wie ich auch, dass wir uns darauf verlassen müssen, dass Produkte gut sind, Testverfahren gut sind, Medikamente gut sind und nicht nach dem Prinzip von Jugend forscht. Wir lassen einfach alles zu und dann schauen wir mal, wo wir dann sind. So funktioniert das nicht. Das ist nicht seriös. Wir können aber auch gleichzeitig Entlastungen schaffen. Neben den Laientestungsmöglichkeiten gibt es drei Punkte, die für uns auch wichtig sind. Erstens, Kommunikationsstrategie. Da bedarf es dringend eine Verbesserung. Und das schon seit Monaten. Die Leute draußen sind verunsichert, haben Angst. Und nur durch Aufklärung schaffen wir Akzeptanz. Egal, ob es um die SARS-CoV-2-Infektionen geht, ob es um Impfungen geht, da ist sehr viel Unsicherheit in diesem Bereich und da bedarf es eine bessere Aufklärung auf verschiedenen Kanälen. Und ganz speziell zu den Testen können wir hier bereits Aufklärung durchführen und hier vor allem auch die Begrenztheit dieser Teste auch klar machen und auch erklären, wie so ein Test möglich ist. Denn bei guter Aufklärung braucht man kein Medizinstudium, um einen Test durchzuführen. Das hilft natürlich, aber. Zweitens, bei der flächendeckenden Testergebnissen bedarf es ein Ergebnis innerhalb von 24 Stunden. Das ist in der Zwischenzeit besser geworden, aber diese Meldeverzüge müssen beseitigt werden. Wir müssen sehen, dass diese Meldeverzüge nicht mehr existieren. RKI muss gemeldet, diese Ergebnisse müssen im RKI gemeldet werden, wie auch den Gesundheitsämtern. Und Herr Spahn, vielleicht können Sie mal mit Frau von der Leyen sprechen. Wo bleibt eigentlich die europäische Teststrategie, auf die wir ja seit Monaten warten? Da passiert ja auch nichts. Und zu guter Letzt, eine Sorge treibt uns um. Nicht nur für mich als Mediziner und Infektiologe, die mutierten Viren. Die Viren mutieren. Das ist etwas Biologisches, Selbstverständliches und nichts Ungewöhnliches. Aber die Sorge vor Escape-Mutanten haben wir durchaus. Und hier fehlt unsere Teststrategie ebenfalls eine riesige Lücke. Die Maßnahmen, die bis jetzt ergriffen worden sind, sind unzureichend, hat etwas mit ungenauem Testen zu tun. Und deshalb müssen wir die klinisch relevanten Virusvarianten rechtzeitig erkennen. Alle Menschen, die in Krankenhäusern mit SARS-CoV-2 erkrankt sind, die nach einer Impfung infiziert sind oder eine durchgemachte Infektion, müssen auf mutierte Viren schauen.
Meine Damen und Herren, wir haben Vertrauen in den Menschen in unserem Land. Sie können diese Testungen durchführen. Sie müssen sich aber auf uns verlassen, dass wir Teststrategien updaten. Und nur mit einer guten, sinnvollen Ergänzung von diesen Maßnahmen kommen wir an das hehre Ziel, diese Pandemie endlich global auch zu beseitigen. Herzlichen Dank. Danke schön, Dr. Ullmann. Das war zu einer Kurzintervention. Das Wort zu einer Kurzintervention hat Janusz Dahmen. Ja, mir geht es noch mal darum, um eins klarzustellen. Hier wird ja der Eindruck erweckt, als seien Bündnis 90 die Grünen mit dem Antrag dabei, Testversuche ohne jegliche Sicherheit an irgendwelchen Menschen durchzuführen. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Test, der seit letzter Woche kostenfrei in Österreich an Schülerinnen und Schüler verteilt wird zur Selbstanwendung, der in Österreich frei zur Selbstanwendung erwerbbar ist, dass es ein Test ist, der nicht nur auf der Seite des BfArM inzwischen geführt ist, dass er CE-zertifiziert ist. Und es geht lediglich darum, dass plötzlich der Eindruck erweckt werden müsste, als Teste, die CE-zertifiziert sind, noch mal nachweislich extra nachweisen müssen, dass sie auch von Laien eingesetzt werden. Im Übrigen was, was wir auch bei Lehrerinnen und Lehrern nicht eingefordert haben. Es gibt keine Zertifizierung für Lehrertest, sondern wir setzen sie flächendeckend ein und haben das möglich gemacht. Insofern dieser Eindruck, wir würden hier irgendetwas Ungesichertes einsetzen wollen, ist schlichtweg falsch und weise ich ausdrücklich zurück. Herr Dr. Ullmann. Ja. Dr. Ullmann, wenn Sie mögen. Ja, das ist ja schon mal ein gutes Anzeichen, dass Sie wahrscheinlich jetzt Ihren Antrag ergänzen würden diesbezüglich. Denn es ist im Antrag wirklich nicht so klar dargestellt. Und auch in Ihrer Rede war das nicht so dargestellt. Deswegen gab es auch diese Reaktion von verschiedenen Fraktionen. Und deswegen halte ich das für einen guten Ansatz, dass die Grünen erkennen, dass auch Qualität notwendig ist und Zertifizierungen notwendig sind. Da sind wir wieder zusammen im Boot. Und das ist gut so, dass Sie das sich dazugelernt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Dr. Achim Kessler. Geschätzte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, selbst wenn in Zukunft immer mehr Menschen geimpft werden können gegen das Coronavirus, bleiben Tests auch weiterhin eine wichtige Säule bei der Bekämpfung der Pandemie. Die Schnelltests haben den Vorteil, dass man nicht erst nach einigen Tagen das Ergebnis hat, sondern nach wenigen Minuten. Das bringt in sehr, sehr vielen Situationen deutlich mehr Sicherheit, und zwar umso mehr, je mehr Schnelltests zur Verfügung stehen. Deshalb fordert DIE LINKE seit dem Sommer immer wieder, dass die Bundesregierung nicht nur für Impfungen, sondern auch für Schnelltests dringend Geld in die Hand nehmen muss. Meine Damen und Herren, Schnelltests müssen in möglichst großer Zahl und für alle verfügbar sein. Insoweit begrüßen wir auch den Vorschlag der Grünen, die Kapazitäten für Schnelltests auszubauen und die Selbstanwendung von Schnelltests zu ermöglichen. Seit Gesundheitsminister Spahn die Durchführung von Testungen durch geschulte Laien ermöglicht hat, was im Übrigen grundsätzlich völlig in Ordnung ist, gibt es aber einen völligen Wildwuchs von kommerziellen Testzentren. Für deren Eröffnung ist keinerlei Zulassung erforderlich, und es gibt keine ausreichenden Kontrollen, ob die Hygieneregeln eingehalten werden und ob die Daten an die Gesundheitsämter übermittelt werden. Ich fordere Sie auf, diesen ungeregelten Zustand so schnell wie möglich zu beenden. Aber noch schlimmer ist, dass nicht diejenigen, die Tests bekommen, die sie brauchen, sondern diejenigen, die sie bezahlen können. Meine Damen und Herren, das ist genau das Gegenteil von einer sinnvollen Teststrategie in einer Pandemie. Der Antrag der Grünen fordert zwar eine Priorisierung bei der Verteilung von Antigen-Schnelltests, um zu verhindern, dass Engpässe durch kommerzielle Testzentren entstehen, aber das reicht bei weitem nicht aus. Der Wildwuchs kommerzieller Testzentren muss sofort beendet werden. Herr Gesundheitsminister, Sie haben Ende des letzten Jahres die Preisverordnung für Antigen-Schnelltests aufgehoben. Und Sie haben damit die Tore für überhöhte Preise weit geöffnet. Seither sind die Preise auf bis zu 100 Euro angestiegen. Einige Anbieter nutzen die Situation der Menschen tatsächlich schamlos aus. Wenn Alten- und Pflegeheime keine eigenen Schnelltests anbieten, ist der Besuch von Angehörigen demzufolge nur noch für Gutverdienende möglich.
Das geschieht beispielsweise in meinem Bundesland Hessen. Dort wälzt die schwarz-grüne Landesregierung die Verantwortung zum Testen kaltschnäuzig auf die Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen ab. Sie müssen den Test selbst organisieren und sie müssen ihn auch selbst bezahlen. Wer seine Angehörigen sehen möchte, darf Woche für Woche tief in die eigene Tasche greifen. Und wer sich das nicht leisten kann, der hat eben Pech gehabt. Meine Damen und Herren, das ist ein untragbarer Zustand, der schnellstmöglich beendet gehört. Deutschland ist epidemiologisch mit einem blauen Auge durch die erste Welle der Pandemie gekommen. Das lag, meine Damen und Herren, vor allem daran, dass die Bürgerinnen und Bürger mit großer Disziplin und großer gegenseitiger Solidarität die Maßnahmen eingehalten haben. Doch je ungleicher die Lasten verteilt werden, desto mehr wird das Vertrauen der Menschen verspielt. Zu Recht erwarten die Menschen, dass der Staat in einer gesellschaftlichen Krise seine soziale Verantwortung wahrnimmt. Wer seit Monaten eindringlich an die Verantwortung der Menschen appelliert, darf nicht selbst die Verantwortung abgeben, meine Damen und Herren. Es ist doch offensichtlich, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage und uns von einer gemeinwohlorientierten Lösung immer weiter entfernt. Deshalb fordere ich die Bundesregierung auf, die Preise für Schnelltests staatlich zu regulieren. Nutzen Sie die gesetzlichen Möglichkeiten, die Sie sich mit dem ersten Bevölkerungsschutzgesetz selbst gegeben haben. Wenn nur noch Besserverdiener sich Testungen leisten können, dann trägt das zur Entsolidarisierung der Gesellschaft bei und fördert ihre Spaltung. Meine Damen und Herren, das gefährdet auch eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie. Wir würden dem doch nie zustimmen oder nie akzeptieren, wenn jetzt zuerst die Menschen geimpft würden, die die großen Geldbeutel haben, und dann erst die mit dem großen Risiko. Meine Damen und Herren, warum akzeptieren Sie das bei den Tests? Die Linke jedenfalls akzeptiert das nicht. Das muss beendet werden. Die Linke fordert, dass die Kommunen jetzt finanziell unterstützt werden, damit sie ambulante Testteams einsetzen können. Es gilt allen Menschen, den Zugang zu Antigen-Schnelltests niedrigschwellig zu ermöglichen. Außerdem, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, müssen Menschen, die in selbstbestimmten Pflegemodellen zu Hause leben, durch präventive Tests ihrer Pflege- und Assistenzkräfte geschützt werden. Und das muss selbstverständlich auch für pflegende Angehörige gelten. Diese Forderungen sind für eine sinnvolle Teststrategie unabdingbar. Der Antrag der Grünen greift hier trotz mancher positiver Ansätze deutlich zu kurz. Deshalb werden wir uns dazu enthalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Achim Kessler. Danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Michael Henrich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute zwei Anträge. Zum einen den Antrag der AfD, FFP2-Schutzmasken für Risikopatienten. Und den Antrag zur Ausweitung von Schnelltests, Public Screening und Schnelltests zum Thema Selbstanwendung. Lassen Sie mich ganz kurz auf den Antrag der AfD eingehen, weil es sich gar nicht lohnt, richtig über den zu diskutieren. Eine Partei, die vielleicht vor 6 Wochen sich noch vehement gegen die Maskenpflicht aufgelehnt hat. Ich kann mich noch an die Debatte mit Ihnen, Frau Präsidentin, erinnern, die beantragt hat, dass auf dem Parteitag keine Masken getragen werden müssen. Und jetzt als letzte Partei kommt für Risikopatienten FFP2-Schutzmasken. Ich sage Ihnen, wir sind in der Diskussion schon viel, viel weiter als Sie. Und deswegen das nur kurz am Rande. Für mich wichtiger und spannender ist in der Tat die Frage um die Schnelltests für Selbstanwender, Public Health Screenings und Ähnliches. Und wenn man sich den Antrag anschaut, er datiert vom 15. Dezember des letzten Jahres. Und ich will sagen, Herr Rahm, da kann man bestimmt drüber diskutieren. Da waren wir noch nicht so weit, wie das heute der Fall ist. Und deswegen war das vielleicht ein guter Beitrag zur Debatte und zur Diskussion.
Aber ich glaube, es ist schon ganz, ganz wichtig, auch zu erkennen, was sich seitdem getan hat. Jetzt nehmen wir die Maske ab. Das ist genau das, was sich seitdem getan hat. Wir haben zum Beispiel 545 Millionen Antigen-Schnelltests reserviert für dieses Jahr. Das Bundesministerium für Gesundheit ist weiter dabei, neue Kapazitäten zu schaffen, zu erwerben. Wir diskutieren über das Thema, wie können wir das Testen in den Pflegeheimen optimieren. Wir haben vieles erreicht, wir haben Geld zur Verfügung gestellt und wir haben alle erlebt, dass es nicht an den Tests scheitert oder an dem Geld, sondern dass das eigentliche Problem schlicht und ergreifend das ist, dass im Grunde genommen das Personal fehlt. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu diskutieren. Und auch da sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Public Screenings über die Weihnachtsfeiertage haben sich in den Regionen bei mir im Landkreis die Rettungsdienste mit den Ärzten zusammengetan, haben auf den Marktplätzen die Menschen getestet, damit es wieder zu Begegnungen kam. Auch da hat sich viel getan, in Böblingen, in Tübingen, wo Schnelltests etabliert werden. Und deswegen ist Ihr Antrag im Stück weit einfach aus der Zeit gefallen, weil wir im Grunde genommen das meiste schon erledigt haben. Wir haben die Testungen freigegeben für Apotheker, für Zahnärzte. Es gibt Teststrategien jetzt in Baden-Württemberg. Susanne Eisenmann, die Vorschläge gemacht hat, wie können wir das ausbauen im Bereich Einzelhandel, wie können wir das ausbauen im Bereich Schulen und Kitas. Also da ist unheimlich viel in Bewegung, da ist Dynamik drin und wir passen an. Und ich bin dem Kollegen Andrew Ullmann da dafür dankbar, dass er das Thema Schnelltests zur Selbstanwendung vielleicht noch mal ins richtige Licht gerückt hat, weil das in der Tat eine schwierige Debatte ist. Und Herr Dahm, Sie haben ja vielleicht die Diskussionen in Österreich erlebt. So toll sind die Erfahrungen, was Testungen angeht, in Österreich nicht. Und deswegen ist es klug und gut von uns, dass wir das geordnet prüfen, schauen, sind A, die Tests da, die CE-zertifizierten Tests, und zweitens, dass wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir das qualitätsgesichert schaffen, was passiert denn mit den Tests? Wir müssen auch sicherstellen, es gab gestern eine Diskussion in den Medien, wo es hieß, wir müssen natürlich auch einen Rahmen dafür schaffen, dass wenn jemand einen Schnelltest macht, dass dann auch das Testergebnis irgendwo Niederschlag findet. Es lohnt sich nicht, jemanden einen Test auszuhändigen und es passiert nichts, da steht nichts in Ihrem Antrag drin. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig und richtig, einfach dessen noch mal sauber zu überarbeiten. Wie gesagt, das Ministerium macht es. Wir befassen uns mit der Frage, wie können wir mit diesen Selbsttestungen umgehen, wie können wir das machen. Aber einfach eine Idee in den Raum zu werfen, ohne die Konsequenzen zu bedenken, ohne das vernünftig abzusichern, was die Qualität angeht, was die Testergebnisse angeht, wie wir das zusammenbringen, zum Beispiel auch mit dem Thema Mutation. Es wäre vielleicht auch ein Stück weit das falsche Zeichen jetzt, wenn wir von Mutationen und Ähnliches reden, wo wir gar nicht wissen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wenn wir da im Grunde genommen die Menschen durch Schnelltests und ähnliche Selbsttests entlasten, wo man gar nicht weiß, wohin die Reise geht. Und deswegen lehnen wir den Antrag ab. Es gilt das Motto, Sorgfalt und Qualität hat Vorrang. Und deswegen prüfen wir, deswegen wird es diskutiert. Es wird auch umgesetzt, aber es wird kein Schnellschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Michael Henrich. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Schnelltests sind ein sehr wichtiger Baustein für die Pandemiebekämpfung. Sie bieten ein enormes Potenzial, dieses gefährliche Virus einzudämmen. Denn durch einen Schnelltest kann die Frage, infektiös oder nicht, relativ einfach geklärt werden, auch wenn wir natürlich erwähnen müssen, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Aber immerhin ist es eine Momentaufnahme. Denn das Tückische an Covid-19 ist doch, meine Damen und Herren, dass man bereits Träger des Virus sein kann, ohne selbst überhaupt Symptome zu haben. So können eben auch
regelmäßige Schnelltests dazu beitragen, dass gerade systemrelevante Berufe ihrer Arbeit nachkommen können. Das gilt, und das ist mir besonders wichtig, gerade in Alten- und Pflegeeinrichtungen, die leider immer noch ein sehr hohes Infektions- und Ausbruchsgeschehen vorweisen. Und meine Damen und Herren, uns machen doch alle die hohen täglichen Todeszahlen betroffen. Wir merken, dass die Infektionszahlen sinken, aber die Zahl derjenigen Menschen, die an Covid-19 versterben, sind doch täglich immer noch viel zu hoch. Gestern waren es allein 982, heute 941. Das ist zu viel, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich auch ganz deutlich, der Schutz vulnerabler Gruppen muss oberste Priorität haben. Insbesondere in der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung, in Pflege, Reha und Behinderteneinrichtungen und in der ambulanten Pflege. Und da schaue ich besonders meine Kollegin Nicole Westig an. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass niemand mehr eine Pflegeeinrichtung betritt, der mit Covid-19 infiziert ist, meine Damen und Herren. Und das heißt ganz konkret, tägliches Testen der Mitarbeiter, des Pflegepersonals, des Reinigungspersonals genauso wie der Besucher. Und, meine Damen und Herren, bei diesem Testen müssen wir die Pflegeeinrichtungen unterstützen. Es reicht eben nicht, nur finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Und es freut mich, dass der Kollege Henrich das auch so sieht. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der SPD-Fraktion? Ja, sicher. Frau Dr. Aschenberg-Dugnus, vielen Dank. Ich bin nicht promoviert. Oh, nehme ich zurück. Liebe Frau Kollegin, vielen Dank, dass ich eine Zwischenfrage stellen darf. Habe ich Sie eben richtig verstanden, dass Sie von Seiten der FDP für eine tägliche Testpflicht in Pflegeeinrichtungen für Bewohner, für Besucher und Pflegekräfte plädieren? Wir haben ja heute Morgen auch schon diskutiert, und Sie haben doch stark zu dem Thema Grundrechtseingriffe an verschiedenen Stellen Anträge und Fragen gestellt. Und deshalb möchte ich Sie fragen, ob Sie sich vorstellen können, dass eine verpflichtende Testung zum Beispiel von einem Menschen mit einer demenziellen Erkrankung als Grundrechtseingriff erlebt werden kann, noch dazu, wenn dieses täglich durchgeführt wird. Ich weiß nicht, ob Sie Kontakt haben direkt zu Pflegeeinrichtungen. Sie mal sehen, wie viele Menschen, die pflegebedürftig sind und dort liegen, inzwischen Angst haben, wenn die Pflegekräfte hereinkommen mit dem Testset. Von daher möchte ich Sie fragen, können Sie sich vorstellen, dass auch diese Variante einer Testpflicht ein Grundrechtseingriff sein kann? Danke, Frau Weber. Frau Dugnus, bitte. Ja, vielen Dank. Ich gebe Ihnen völlig recht. Ich habe auch das Wort Pflicht überhaupt nicht in den Mund genommen. Aber ich bin sehr viel in Pflegeeinrichtungen unterwegs, Frau Kollegin. Und es gibt viele Pflegeeinrichtungen, die sagen, alle 3-4 Tage, das ist uns nicht genug. Wir würden gerne sehr viel mehr testen. Und unsere Pflegerinnen und Pfleger möchten das auch. Und insofern ist es keine Pflicht, sondern ich könnte es mir aber vorstellen, dass da, und da komme ich im Laufe meiner Rede noch dazu, dass die Einrichtungen, die es gerne täglich, die ihr Personal und die Besucher testen möchten täglich, dass die nicht nur die Mittel bekommen, sondern eben auch Unterstützung bei der Testung selbst. Und ich gebe Ihnen 100% recht, eine Pflicht lehnen wir in dem Sinne völlig ab. Und dieses Wort Pflicht habe ich auch gar nicht in den Mund genommen. Also vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Aber es gibt viele Pflegeeinrichtungen, die eine tägliche Testung haben möchten. Und wenn das der Fall ist, muss es auch möglich sein. Denn ich glaube, wir sind uns einig, dass Covid-19 gerade bei den vielen Ausbrüchen in den Pflegeeinrichtungen, in den Behinderteneinrichtungen immer von außen reingetragen werden. Also ist es doch auch eine Sicherheit für die Einrichtungen, wenn sie sagen, wir würden gerne unser Personal und die Besucher täglich testen. Und das ist der Ansatz, den wir wählen. Also bitte keine Pflicht, sondern die Möglichkeit. Aber das hätten Sie sich bei einer freien Demokratin auch denken können, Frau Kollegin.
So, dann möchte ich gerne in meiner Rede fortfahren. Und da komme ich nämlich darauf, dass eben allein das zur Verfügung stellen der Mittel nicht reicht, sondern dass wir gerade dort helfen müssen, ich habe es gerade gesagt, wo eben die Einrichtung nicht ausreichend Personal dafür hat, die Testungen durchzuführen. Denn das Pflegepersonal ist ja im Moment sowieso sehr überlastet, meine Damen und Herren. Und das heißt eben auch, dass wir dort unbürokratisch helfen und auf Freiwillige zurückgreifen, meine Damen und Herren. Noch ganz schnell zu den Schnelltests und der Eigenanwendung. Das finden wir sehr gut, aber sie müssen zertifiziert sein, meine Damen und Herren. Und der Ansatz des Antrages über konkrete Anwendungen von Schnelltests und das notwendige Verhalten bei positiven, negativen Ergebnissen zu informieren, das finden wir sehr richtig und notwendig. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Christine Aschenberg-Dugnus. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Hilde Mattes. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es gut, dass wir uns, was die Teststrategie anbelangt, im wesentlichen Punkten einig sind. Und ich finde es gut, dass wir anlässlich dieses Antrags der Grünen hier drüber reden, wie weit wir in unseren Überlegungen schon gedient sind. Jetzt kann man nämlich sagen, dass es einen Referentenentwurf gibt, der auch die Eigentests möglich macht. Und ich glaube, dass wir uns da gemeinsam auf einen ganz richtigen Weg geben. Und der Public Health Ansatz und die Maßnahme, die Sie ja in Ihrem Antrag zu Recht herausheben, dadurch auch in einer breiten Öffentlichkeit diskutieren können. Aber eines muss klar sein, und das ist uns sicherlich allen klar, Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen, genauso wie Impfstrategien dürfen nicht vernachlässigt werden. Deshalb ist es auch wichtig, darauf abzuheben. Das Ganze muss flankiert werden mit einer sehr guten und klaren Kommunikationslinie. Das ist richtig und wichtig. Bei anderen Dingen auch wäre die Kommunikation auch zu verbessern. Das gebe ich gerne hier an der Stelle auch mal unumwunden zu. Ja, aber gerade bei diesem Thema Selbst- und Eigentestungen, glaube ich, ist das fundamental wichtig. Wir haben Erfahrungen mit Eigentests beim Thema HIV. Da gibt es das schon längst. Und die Verantwortung der Menschen ist groß. Also ist es dieser Punkt, der uns veranlassen muss, hier verstärkt auch in diese Richtung zu denken, weil es ist eine Perspektive, wieder ein Stück in die Normalität gehen zu können. Und nichts wünschen wir uns doch mehr, als dass wir der Bevölkerung eine Strategie offenbaren können, die eine Normalität wiederbringt, nämlich ins normale, in Anführungszeichen, Leben zurück, zu Sozialkontakten, zu Begegnungen, zu Teilhabe. Das alles bietet eine solche Säule in unserem ganzen Maßnahmenkatalog. Und deswegen ist es gut. Und da gebe ich Herrn Kessler gerne recht. Der Zugang muss für alle gleich sein. Denn was nützt eine solche Strategie, wenn es eine elitäre Angelegenheit ist? Und da sage ich mal, wenn der Apothekerverband schon wieder Dollarzeichen in den Augen hat und meint, so einen Test für 10 Euro verkaufen zu können, ist das der falsche Weg. Denn wir brauchen das eine breite Anwendung von Eigentests. Denn sonst ist es nicht möglich, morgens, wenn man sich mit Freunden oder Freundinnen treffen will, mal endlich wieder zu dritt womöglich irgendwann, dass man dann, um den Schutz auch zu garantieren, so einen Eigentest anwenden kann. Oder in den Sportverein wieder geht und sagt, aber ich möchte nicht, dass hier meine ganzen Sportkumpels, meine ganzen Kickerkumpel durch mich gefährdet sind. Also, das ist der richtige Weg, und zwar für alle. Und zwar flächendeckend. Das muss doch unser Bestreben sein. Nicht ausgesucht, sondern so kleine Sprengsel in diesem Bereich helfen uns als Maßnahme nichts. Sondern es ist schlicht und ergreifend die Herausforderung, es ernst zu nehmen, dass wir mit solchen Eigentests eine Möglichkeit haben, für die gesamte Bevölkerung eine Maßnahme zu organisieren und zu finanzieren, die wieder zur Normalität führt und Perspektiven aufzeigt. Denn, da sind wir uns ja sicher einig,
die Perspektive weiterer Shutdowns ist nicht sehr gut und ist auch nicht so, dass wir die Bevölkerung beruhigen können, sondern, und das wissen wir auch, die Impfstrategie braucht wahrscheinlich bis in den Sommer hinein. Also müssen wir doch sämtliche Überlegungen und Kraftanstrengungen anstellen, um genau so eine Perspektive bis dahin aufzuzeigen. Das ist eine. Vielen Dank. Vielen Dank, Hilde Mattheis. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CSU-CDU-Fraktion, Stefan Pilsinger. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Antigen-Schnelltests sind ganz ohne Zweifel ein hervorragendes Instrument, um Corona-Infektionen zügig und ohne großen Aufwand erkennen zu können. Und zwar überall direkt vor Ort, sei es in Pflegeheimen, in medizinischen Einrichtungen, Schulen, Kitas und neuerdings auch in sozialen Einrichtungen. Mit der dritten Verordnung zur Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung erweitern wir deshalb nun erneut die Einsatzgebiete des Schnelltests. Auch in Einrichtungen, in denen viele Menschen in beengten Räumen zusammenkommen, also beispielsweise in Asylunterkünften, Gemeinschaftseinrichtungen und Justizvollzugsanstalten, soll von nun an getestet werden können. Zudem sollen Einrichtungen der kritischen Infrastrukturen künftig ebenfalls Antigentests erwerben und einsetzen können. Ich begrüße es sehr, dass unsere Teststrategie damit den aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Denn, meine Damen und Herren, Testen gehört zu den wichtigsten Werkzeugen bei der Bekämpfung des Coronavirus. Als Arzt und Gesundheitspolitiker warne ich jedoch an dieser Stelle davor, den Bürgerinnen und Bürgern die Schnelltests als Allheilmittel gegen die Pandemie zu verkaufen. Denn ganz sicher sind sie auch wieder nicht. Im Gegenteil, ein Großteil der auf dem Markt befindlichen Tests muss zwangsläufig vom medizinischen Fachpersonal oder von entsprechend geschultem Personal angewendet werden. Das fängt schon bereits bei der Probeentnahme an. Wer nicht sorgsam vorgeht, der riskiert schnell ein falsch negatives Testergebnis. Voraussichtlich ab März werden wir aber auch Schnelltests auf dem Markt sehen, die einen einfachen Abstrich aus den vorderen Nasenregionen zulassen. Aus diesem Grund haben wir nun auch frühzeitig beschlossen, Schnelltests, die explizit für die Eigenanwendung bestimmt sind, zuzulassen und von der Abgabebeschränkung auszunehmen. Aus meiner Sicht muss sich hier aber in der Praxis erst zeigen, wie genau diese Tests auch wirklich sind. Diese Einschränkung trifft aber auch auf die bisher angebotenen Schnelltests zu. Im Vergleich zum PCR-Test ist nämlich in der Regel eine deutlich größere Virusmenge notwendig, damit sie ein positives Testergebnis auch wirklich zeigen. Zudem kommt es bei Schnelltests deutlich häufiger vor, dass ein positives Ergebnis angezeigt wird, wenn die Person gar nicht infiziert ist. Zudem geben auch aktuelle Untersuchungen Anlass zur Sorge. In einer jüngst veröffentlichten Studie des RKI wurde die klinische Performance eines neuen SARS-CoV-2-Antigen-Tests in der Notaufnahme eines großen Krankenhauses untersucht. Das Ergebnis: Bei asymptomatischen Patienten weist der verwendete Schnelltest lediglich eine Sensitivität von knapp 38,9% auf. Ein Großteil der Infektion blieb also unentdeckt. Für mich zeigt diese Studie ganz klar, wir müssen die Ergebnisse von Schnelltests mit Vorsicht genießen. Insoweit muss auch die hohe Erwartung an die Schnelltests an dieser Stelle auch etwas gebremst werden. Denn Testen ohne medizinischen Anlass führt zu einem falschen Sicherheitsgefühl. Auch ein negativer Test ist nur eine Momentaufnahme und entbindet uns nicht von der Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Meine Damen und Herren, die Situation ist weiter ernst. Mehr denn je müssen wir uns jetzt an die geltenden Beschränkungen halten. Wir müssen die weitere Ausbreitung der Virusmutation jetzt mit allen Mitteln bremsen. Unser Gesundheitssystem würde eine Vervielfachung der ohnehin viel zu hohen Fallzahlen nicht verkraften. Es ist daher weiter wichtig zu betonen, auch mit dem regelmäßigen Einsatz von Schnelltests können die geltenden Einschränkungen weder aufgehoben noch gelockert werden. Die Tests helfen uns lediglich bei der Eindämmung der Pandemie und beim Schutz vulnerabler Gruppen. Sie werden das Virus aber nicht besiegen. Dazu brauchen wir die Impfung. Doch bis wir genug Impfstoff haben, um allen ein Impfangebot machen zu können, ist es noch ein langer Weg. Lassen Sie uns daher weiter mit aller Kraft gemeinsam gegen die Ausbreitung des Virus kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan Pilsinger.
Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Martina Stamm-Fiebig. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Antrag ist es wie mit so vielen Dingen in der Pandemie. Eigentlich verfolgen wir alle das gleiche Ziel, aber über den Weg dorthin gibt es dann doch die ein oder andere gewisse Uneinigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie haben recht damit, dass wir mehr testen müssen, um das Infektionsgeschehen besser in den Griff zu bekommen. Und es stimmt ebenfalls, dass in diesem Zusammenhang Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung ein wichtiger Baustein unserer Teststrategie sein können. Nämlich immer dann, wenn der PCR-Test oder ein Point-of-Care-Test nicht möglich ist. Allerdings halte ich es für den falschen Weg, aktuell die zugelassenen Anti-Schnelltests jedem Laien einfach so zugänglich zu machen. Und deshalb lehne ich den Antrag, so wie er jetzt auch ist, ab. Aber ich halte dies für kritisch, weil die korrekte Anwendung der Tests durch den Laien aktuell nicht immer und vollständig gewährleistet werden kann. Jeder, der schon mal so einen Rachenabstrich mitgemacht hat, weiß, wie unangenehm das sein kann. Und ich bin mir sicher, dass es viele Menschen gibt, die auch nicht in der Lage sind, sich selbstständig wirklich diesen Abstrich korrekt durchzuführen. Hinzu kommt, dass die korrekte Interpretation der Ergebnisse ebenfalls nicht garantiert ist. Und wenn wir Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung einführen wollen, dann müssen wir zuerst garantieren, dass diese Tests in der Anwendung auch absolut sicher sind. Und gleichzeitig müssen wir regeln, dass die Abgabe solcher Tests mit einer entsprechenden Aufklärung über die richtige Einordnung der Ergebnisse einhergeht. Was wir auf jeden Fall unterbinden müssen, ist, dass Menschen sich testen, fälschlicherweise negativ sind und danach in einem falschen Sicherheitsgefühl durch die Gegend laufen und vermeintlich sogar zu Superspreadern werden. Aktuell sind mehrere Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung im Notifizierungsverfahren und wir rechnen damit, dass die Zulassung zeitnah erfolgt. Die rechtlichen Anpassungen, die eine Abgabe der Tests ermöglichen, sind bereits in Arbeit und bis es soweit ist, gilt es allerdings noch einige wichtige Fragen zu klären. Unter anderem muss die nationale Teststrategie überarbeitet werden und um die Nutzung der Antigen-Schnelltests zum Eigengebrauch ergänzt werden. Die Bundesregierung und die Länder müssen sich darüber verständigen, wo der großflächige Einsatz des Tests Sinn macht und wo nicht. Regelungsdurcheinander, Einzellösungen und Alleingänge müssen wir hier an der Stelle verhindern. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die Tests sich im Markt befinden, die notwendigen Anforderungen an Sensitivität und Spezifität auch tatsächlich erfüllen. Einige Studien weisen nämlich darauf hin, dass die Herstellerangaben und die tatsächlich diagnostische Sensitivität in einigen Fällen weit auseinanderklaffen. Der Kollege Pilsinger hat auf die Studie hingewiesen und bei dieser Studie mit 39% bei der asymptomatisch Infizierten nur erkannt wurden, da bin ich wirklich erschrocken. Und da habe ich mir gedacht, deswegen müssen wir darauf wirklich ein Auge haben. Deshalb macht es vielleicht auch Sinn, die Tests, die auf dem Markt sind, noch einmal unabhängig auf ihre Qualität zu testen. Denn welchen Sinn macht ein Antigentest als Public Health Tool einzusetzen, wenn sie fehlerhaft sind und nicht halten, was sie versprechen? Und schlussendlich müssen wir uns auch mit der Kostenfrage befassen. Wann kommt eventuell eine Erstattung in Frage und wann nicht? All diese Fragen müssen beantwortet sein, bevor wir den Antigen-Test zur Selbstanwendung großflächig einführen. Alles andere führt nur zur Verwirrung und schadet mehr, als es nutzt. Und ich glaube, das verbindet uns in großen Teilen, dass wir das alle nicht wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Martina Stamm-Fiebig. Ich danke Ihnen. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Dietrich Monstadt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren!
Als letzter in dieser erneuten Gesundheitsdebatte darf ich noch einmal zusammenfassen. Am 27. Januar 2020, also gestern vor einem Jahr, wurde die erste Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland, in Bayern, festgestellt. Seitdem versuchen wir alle, mit dieser gewaltigen Herausforderung umzugehen. Der Beginn der Impfkampagne lässt grundsätzlich und nachhaltig hoffen. Aber wir sind hier erst am Beginn des Weges. Die jüngsten Zahlen der an oder mit SARS-CoV-2 Verstorbenen zeigen eindrücklich, dass die Pandemie ihren Schrecken noch lange nicht verloren hat. Auch am Schluss dieser Debatte möchte ich nachdrücklich darauf hinweisen, wie wichtig es bis auf Weiteres bleibt, die AHA-Regeln einzuhalten, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, am besten eine FFP2-Maske, ebenso wie eine Reduktion der Kontakte, so schwer uns dies auch fällt. Meine Damen und Herren, eine ganz zentrale Rolle, um eine stabile Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu bekommen, haben nach wie vor Testungen und die damit zusammenhängende Teststrategie. Hier muss im Lichte neuer Rahmenbedingungen und Erkenntnisse immer wieder neu justiert werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer wahrscheinlich hohen Dunkelziffer an bisher nicht erkannten Infektionen. Als positives Beispiel möchte ich hier auf die Hansestadt Rostock hinweisen. Dort wird schon seit Beginn der Pandemie über die RKI-Empfehlungen hinaus getestet, mit dem Ergebnis, dass der 7-Tage-Inzidenzwert schon längere Zeit unter 50 liegt, aktueller Stand sogar nur bei 34,9. Meine Damen und Herren, ich begrüße, dass wir heute den Antrag der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen zum Ausbau der SARS-CoV-2-Schnelltests diskutieren. Ich möchte mich hierauf beschränken. Zum Antrag der AfD hat, wie ich finde, der Kollege Hendrich alles Erforderliche gesagt. Dieser Antrag, meine Damen und Herren, geht in die richtige Richtung. Im Wesentlichen sprechen Sie darin an, dass Schnelltests da wichtig und sinnvoll sind, wo keine PCR-Testungen erfolgen können. So zum Beispiel für Pflegepersonal und Besucherinnen und Besucher von Pflegeeinrichtungen, auch für Lehrkräfte und für Bürgerinnen und Bürger, welche in Regionen mit einer hohen Prävalenz leben. Aber, meine Damen und Herren Antragsteller, Sie kommen mit Ihrem Antrag zu spät. Der Bundesminister für Gesundheit, dem ich an dieser Stelle herzlich dafür danken möchte, und ich bitte ihm, das zu übermitteln, geht bereits mit dem jüngst vorgelegten Referentenentwurf einer dritten Verordnung zur Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung im Rahmen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Länge des Namens macht sich dann auch an der Bedeutung fest, den, wie ich finde, entscheidenden weiteren Schritt, der nun auch von Ihnen gefordert wird. Die Verordnung erlaubt künftig die Abgabe von Schnelltests an alle Einrichtungen, in denen viele Menschen in engen Räumen zusammenkommen. Auch Einrichtungen der kritischen Infrastruktur werden berücksichtigt. Und der Verkauf an Laien wird möglich. Noch gibt es entsprechende Tests am Markt nicht. Solche Tests müssen vom Hersteller mit einer entsprechenden CE-Zertifizierung zur Eigenanwendung zertifiziert werden. Rudolf Henke hat, wie ich finde, sehr umfassend am Beginn der Debatte darauf hingewiesen. Als Berichterstatter meiner Fraktion für Medizinprodukte ist es mir trotzdem noch einmal wichtig, auch an dieser Stelle zu betonen, dass solche Tests den Vorgaben des Medizinproduktegesetzes unterliegen. Dies muss den benannten Stellen gegenüber nachgewiesen werden. Es muss auch sichergestellt sein, dass die Gebrauchsinformationen Anwenderinnen und Anwender über das erhaltene Ergebnis detailliert aufklären. Welche Bedeutung das Ergebnis hat, muss eindeutig klar werden. Die Verordnung, meine Damen und Herren, gibt den Herstellern jetzt aber das richtige Signal, um entsprechende Tests anzubieten und dort Kapazitäten zu schaffen. Antigen-Schnelltests bieten die Möglichkeit, vermehrt zu testen und schneller Infektionen zu erkennen. Infektionsketten können so früher unterbrochen werden. Ja, vielleicht können erweiterte Testungen neue umfassende Teststrategien zukünftig helfen, weitere Lockerungen zu ermöglichen. Testungen in Unternehmen, im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Fitnessstudio oder Ähnlichem eröffnen zukünftig hier, wie ich finde, auch weitere Möglichkeiten. Selbstverständlich ist klar, dass die PCR-Tests aufgrund ihrer hohen Verlässlichkeit weiterhin wichtig bleiben. Deshalb muss ein positives Antigen-Schnelltestergebnis
immer mittels eines PCR-Tests bestätigt werden. Meine Damen und Herren, aufgrund der Tatsache, dass der Verordnungsentwurf vorliegt, müssen wir leider Ihren Antrag ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dietrich Mundstadt. Und damit schließe ich die sehr spannende und sehr konstruktive Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 25705, 26234 und 26189 an den Ausschuss für Gesundheit vorgeschlagen. Weitere Vorschläge sind bei uns nicht eingegangen. Dann wird genau so verfahren. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 32a bis 32z sowie Zusatzpunkte 6a bis 6.